gesagt, weiter geht's hier mit dem Besten aus dem Katalog. Und wenn Sie mal bei uns ins Studio schauen, sehen Sie, es ist schon relativ dunkel. Die Dämmerung hat eingesetzt und das ist ja auch jetzt im richtigen Leben so. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Und nachts können wir Menschen, das ist naturbedingt, einfach nicht sehen. Es sei denn, Sie holen sich technische Hilfe. Was früher nur fürs Militär möglich war, ist heute auch für Privatmenschen möglich. Und das könnte auch der Start in ein neues Hobby für Sie sein. Was es jetzt genau ist und wie beeindruckend die Technik ist, das erklärt Ihnen jetzt Ingo. Ja, es handelt sich um ein Nachtsichtgerät, um ein binokulares Nachtsichtgerät. Überlegen Sie mal, bei stockfinsterer Nacht können Sie sehen. Das ist das, was dieses Nachtsichtgerät macht. Und du hast absolut recht, das war bis jetzt immer nur für Agenten und im Militär zugänglich, weil es so unglaublich teuer war. Aber jetzt ist die Technik im Verbrauchermarkt angekommen und erschwinglich. Das ist unser Spitzenmodell unseres Nachtsichtgerätes hier. Sie können da vorne hier durchgucken mit beiden Augen und auch mit Brille. Und hier sehen wir es mal, was man da sieht. Da sieht man einen riesengroßen Bildschirm, der so aussieht wie so eine Kinoleinwand, kann man fast schon sagen. Und damit kann man dann eben nachts sehen. In stockfinsterer Nacht kann man damit alles klar und deutlich sehen, in tollen Graustufen. Das wird dadurch möglich, dass wir hier vorne einen Infrarotscheinwerfer haben. Der strahlt Infrarotlicht aus, was dieses Fernglas sehen kann. Das menschliche Auge nicht, das tierische Auge nicht. Und dann kann man aus der anderen Linse eben hier wie mit einem Fernglas im Prinzip schauen. Und das ist wie mit, hier sehen Sie es nochmal, diesen Monitor, der da drin ist, super hoch auflösen. Und ich bin Brillenträger. Für mich ist das wichtig, dass ich sowas eben auch als Brillenträger benutzen kann. Es macht richtig Spaß, Diana, ne? Ja, das stimmt. Und ich kann sehe alles hier. Guck mal, ich sehe schon Hase hier. Oder hinten, ja, tatsächlich. Siehst du, Kamera 1. Dunkelheit. Sie machen also die Nacht zum Tag. Und das bis einer Sichtweite bis zu 200 Metern. Und das ist enorm. Ja. Und wenn Sie Naturliebhaber, Tierliebhaber sind, dann wissen Sie, dass vieles in der Natur sich eben bei Dunkelheit abspielt. Dass viele Tiere nachtaktiv sind. Und die können wir jetzt plötzlich auch mal beobachten, Ingo. Ja, alle Tiere, was weiß ich, Eulen, Uhus, Waschbären, das sind alles sehr scheue Tiere, die eben wirklich nur nachts rauskommen. Katzen fühlen sich auch viel sicherer nachts, weil sie nicht gesehen werden können. Deswegen kann man die nicht sehen, aber mit diesem Nachtsichtgerät können sie die sehen. Und es macht so einen Spaß, damit abends mal in den Wald zu gehen einfach und zu sehen, was da alles kreucht und fleucht. Also sie werden überrascht sein, was man alles sehen kann, aber auch schon im Garten alleine. Wenn es da draußen raschelt nachts, dann kann man mal gucken, was ist da los. Und dann sieht man vielleicht einen Igel oder andere Tiere, die man so bei Tageslicht nicht sehen kann. Igel sind ausgesprochen niedlich. Ja, ne? Die sind so niedlich. Alle Tiere sind niedlich. Ja. Und Ingo, was mir am besten gefällt, ist, ich kann jetzt diese Eindrücke nicht nur im Gehirn speichern, sondern ich kann die auch dann mal zu Hause vorführen. Ja, das ist der Clou hier. Das ist nicht nur ein Nachtsichtgerät, das ist auch eine Kamera ist da drin, mit der wir Fotos machen können und sogar Videos machen können. Ich meine, das kann einem ja jeder erzählen. Du, gestern bei mir war ein 7 Kilo Igel unterm Vogelhaus. Glaubt einem ja kein Mensch, ne? Aber dann kann man eben das Video dann eben zeigen, was da wirklich los gewesen ist. Und das kann man hier eben mit aufnehmen auf so eine kleine auf so eine kleine SD-Karte, die wir Ihnen auch gleich noch zeigen. Das Ganze ist batteriebetrieben, läuft mit Akku. Der Akku hält dann auch sehr, sehr lange. Es hat noch einen Zoom, also wir haben hier tatsächlich dreifach optischen und zweifach digital Zoom, also wir können da richtig nah ran. Bei Tageslicht ist es ein hervorragendes Fernglas. Da haben wir 700 Meter Sichtweite. Und das ist natürlich auch toll, wenn man auf Sportveranstaltungen, Konzerten irgendwo ist, das hier als Fernglas nehmen. Und dann, wenn man irgendwas sieht, kann man das auch noch aufnehmen eben hier mit Video oder Foto. Ich finde, das ist so ein Tausendsassa-Gerät, was so viele Funktionen hat. Und das ganz einfach mitzunehmen hier. Den Gurt haben Sie noch, dass es also auch nicht runterfällt. Mhm. Aber es ist einfach faszinierend, was nachts alles so los ist. Ja, du hast da auch eine Geschichte, Ralf. Ja, natürlich, mit meinen Waschbären. Ich habe es immer wieder rumpeln gehört. Ich habe bei mir vor der Terrasse ein großes Vogelhaus. Und dieses Vogelhaus wird ja immer gestellt. So, und da hat es gerumpelt. Und ich sehe aber nichts nachts. Da ist finsterste Nacht. Da habe ich mich mal auf die Lauer gelegt. Jetzt weiß ich, wer meine nächtlichen Besucher sind. Es sind zwei Waschbären. Ich habe sie Cindy und Bert genannt. Und ich habe die noch nie bei Tageslicht gesehen. Ja. Nur mit Nacht.
Nachtsichtgerät. Und solche Erlebnisse können Sie auch zu haben. Du hast jetzt keine Waschbären, du hast Eichhörnchen, Mäuse, Igel und alles Mögliche. Und ich wohne mitten in der Stadt. Ja. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen, ich habe nachts Maus gesehen, auch so ein Igel. Ne? Das war so im Herbst, wo die sich da, hier, da sieht man ihn mal. Das ist bei dir im Garten. Das ist wie bei heißt mir er, dein Igel? Oh, den haben wir noch gar nicht benannt. Ach was. Ja, jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es aber echt Zeit. Kreiere mal einen Namen. Also das Eichhörnchen, was wir haben, haben wir schon Emmy genannt. Also für mich hießen Igel früher immer Mackie. Mackie? Ja. Ja, Mackie oder Nils. Mhm. Nils ist auch ein schöner Nils. Name. Nils der Igel. Okay, Nils gut. Der Igel. Unser Tonmann heißt Nils. Wahrscheinlich hört er auch sehr gut, der Igel hier. Aber das sind halt so Tiere, die man nicht sehen kann. Guck schauen Sie mal hier. Kleinen. Das ist Johnny. Das ist Johnny. Maus. Nein, ich finde es interessant, solche Aufnahmen bleiben dir mit dem menschlichen Auge komplett verborgen. Mit diesem Nachtsichtgerät können Sie diese Sachen entdecken. Und ich finde auch bezahlbar mit 142,49 €. Ja. Und nochmal vielleicht der Start in ein neues Hobby. Ingo, es kann aber auch eine Sicherheitsoption sein, wenn man zum Beispiel dunkle Parkplätze vor dem Haus hat. Und immer so ein bisschen Angst hat oder was hört und verkratzt da jemand mein Auto oder geht da jemand in den Spiegel. Damit kannst du sowas auch sichtbar machen und im Notfall sogar Aufnahmen. Du kannst in kompletter Finsternis, also wirklich taghell sehen. Sie haben die Aufnahmen gesehen. So sieht das aus, wenn man da rausguckt und das eben damit aufnimmt. Die Aufnahmequalität ist brillant hier. Und das ist jetzt mal so ein Gerät, was nicht jeder hat und was so viel Spaß macht. Schnappen Sie sich mal Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder und gehen damit einfach mal in den Wald, um zu gucken, was da alles ist. Also, das macht so viel Spaß. Ja, wenn für uns Erwachsene, das macht so viel Spaß. Ich glaube, Enkelkinder würden immer sagen, oh, ich will zu Opa oder Oma, sie haben diesen Nachtsichtgerät. Ja, das ist immer süß. Und ich denke, in den meisten Bundesländern sind jetzt auch noch Ferien. Das heißt, man kann auch die jüngeren Kinder auch mal bei Dunkelheit mit in den Wald nehmen. Egal, was sie damit vorhaben, sie werden es brillant finden durch dieses wirklich tolle binokulare Nachtsichtgerät. Der Preis 142,49 € und die Bestellnummer ist die NX4560 und die 569. Und es lohnt sich jeden Tag mehr, weil Sie wissen das selber, jeden Tag werden die Nächte länger und die Tage kürzer. Mhm. Jetzt hast du uns gesagt, batteriebetrieben, 6 Doppel-A-Batterien kommen rein und du hast uns jetzt noch einen 20er-Sparpack mitgebracht. Ja, ein 20er-Pack an Doppel-A-Batterien, hier sehen wir es mal, für nur 7,59 € ist ein super Preis. Das sind super alkaline Batterien, das heißt, die halten eben auch noch sehr lange. Diese Batterien hier für das Nachtsichtgerät gehen natürlich hervorragend rein. 4 Batterien gehören, muss man da reintun und die halten dann 5 Stunden. Bis zu 5 Stunden halten die Batterien und das ist einfach, weil Batterien kann man immer brauchen und für den Preis braucht man eigentlich nicht lange nachzudenken. Ja, aber ich denke, im Haushalt fehlen die auch immer für Uhren, für Wagen, für Fernbedienungen und. Deshalb 20 Stück gleich für diesen Sonderpreis mit der Bestellnummer PX1569 und die 569. Und wenn Sie jetzt Eindrücke nicht nur im Kopf mitnehmen wollen, sondern wirklich auch filmen oder fotografieren wollen mit Ihrem Nachtsichtgerät, brauchen Sie noch ein Speichermedium. Ja, das ist diese SD-Karte, die Sie einfach reinstecken können. Dann wird hier alles drauf aufgenommen und Sie können dann am Computer oder egal wo diese Aufnahmen verwerten. Sie können die in sozialen Medien teilen, Sie können die abspeichern. Die ist wie gemacht für dieses Nachtsichtgerät. Da werden dann eben hier, weil es eine Premium-Karte ist, geht nichts verloren. Also da werden die Daten auch schnell drauf beschrieben. Das ist ja wichtig, dass keine Bildinformationen verloren gehen. Hier zum Superpreis noch dazu bestellen. 8,54 € für eine Class 10 32 GB Micro-SD-Karte. Die Bestellnummer hier, die PX9965 und die 569. Und jetzt nochmal eingeblendet, das Lieblingsspielzeug von Ingo, von Diana und vielleicht auch Ihres, wenn Sie einfach mal beobachten können, was bei Ihnen nachts so im Garten abgeht oder im naheliegenden Wald. Ein Nachtsichtgerät, binokular mit 700 Metern Sichtweite bei Tag, 200 Metern Sichtweite bei Nacht und das alles für gerade mal 142,49 €. Die Bestellnummer nochmal für Sie, die NX4560 und die 569. Ich bin mir ganz sicher, auch Sie werden so faszinierende Aufnahmen damit machen, wie Ingo sie gemacht hat, wie ich sie schon gemacht habe und viele andere auch. Also ran ans Telefon und dann viel Spaß damit.